Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Resident Evil 2, das Remake für die PS4. Wir sind bei Teil 5 angelangt, an meiner Seite wieder meine bessere Hälfte, Mara Jade. Hallo. Teil 4 war Frau am Steuer, da hast du gespielt. Entschuldigung. Ja, also ein bisschen sind wir weitergekommen, wir haben das mit der Statue gemacht, wir haben den roten Rubin bekommen, ein Leckerli zum ersten Mal getroffen, oder Leckerli, und einige Fenster verbarrikadiert, das ganze Pulver umgewandelt in Munition, und wir haben, ja, am C4 haben wir den Zünder angebracht. Wir sind dann aber drauf gekommen, dass wir eine Batterie brauchen. Die Batterie hast du auch noch gefunden. Und das ist unser restliches Hab und Gut. Und wir probieren es einfach jetzt davon da weiter. Ich habe viel verschwendet. Ja, na, wie gesagt, also wir haben eh... Hört sich jetzt blöd an oder jetzt von mir aus sexistisch, was auch immer. Aber für den Fall der Fälle halt eben, dass wir jetzt mit den Mitteln, die wir jetzt noch zur Verfügung haben, nicht weiterkommen sollten. Wir haben noch einen Speicherstand, einen Sicherheitsspeicherstand. Und ich sage einmal so, zur Not könnte man es dann, je nachdem wie weit wir jetzt noch kommen, so anlegen, dass eben zur Not ist zum dritten Mal, dass ich off-camera dann bis zu dem Punkt oder wir bis zu dem Punkt weiterspielen, dass wir wieder dorthin kommen, damit wir euch was da sparen oder auch nicht. Wir werden es dann eh rausfinden, beziehungsweise werden wir das dann zu gegebener Zeit uns überlegen. Da ist es zum Beispiel jetzt wieder am Boden. Ich glaube, da soll es eigentlich nicht nass sein. Das, was mir aufgefallen ist, von wegen grafisch, das am Boden, diese Spiegelung. Ja, weil man fragt sich gerade, von was wird da von gespiegelt. Von der Lampe, die... Ja, aber es bewegt sich eigentlich nichts. Soll jetzt da keine Rüffelung oder keine Nörgelei sein von meiner Seite. Das ist Seite, ein winzig kleiner Fehler. Es sind solche, die Sachen sind mir schon ein paar Mal aufgefallen halt eben. Da ist trocken, ja gut, Marmor aber spiegelt. Sich halt. Ja, trocken, aber spiegelt, und da ist auf einmal Nasseffekt. Ja. Aber ja, sei es drum. Nichts Schlimmeres also, sein. Ich will da jetzt nicht extrem herumnörgeln, es ist mir einfach nur aufgefallen. Gut, okay, erst dann. Das C4. Heißt, jetzt müssen wir rauf und das mit C4 machen. Ich werde noch nicht zum Licker gehen, wegen Heilspray. Vielleicht kriegen wir ja oben was. Theoretisch, wir kriegen eine bessere Waffe oben. Das sollte passieren, dass wir eine bessere Pistole finden. Das zumindest laut Plan. Ist da was? Ja, du mich auch. Und schauen wir einfach mal, wie es dann halt eben weitergeht. Ja. Auf jeden Fall, ja, aber das wird schon so gehen, dass man als erstes den Zünder runternimmt und nicht einfach hinten jetzt die Batterie reingeben, pufft, reißt dann im Gesicht. Nein, du kannst den Zünder ja herausnehmen. Ja, eh, das muss man eh machen. Da hängt einer. Ich weiß das. Beziehungsweise ich merke mir das. Ich merke mir sowas nicht. So. Kombinieren. Ah. Okay, ja, und. Den jetzt auf die. Kann ich den einstellen vielleicht? Nein, den kannst du einstellen, wenn er dann drauf ist. Ja, hoffen wir's. Oder vielleicht musst du gar nicht großartig was einstellen. 10 Sekunden. Okay. Run! Ich geh lieber gleich mal ins Nebenzimmer, weil... Wow. Das hat niemand gehört. Das hat sich noch ein Licker angehört, ehrlich gesagt. Nein, der da ist auch weggeflogen. Ach, verdammt. Sicher, dass nur der runtergeflogen ist, das hat sich noch mehr angehört. Ja, es hat sich irgendwie jetzt ja gerade eben angehört, als ob etwas rennt. Der winkt. Don't shoot, ne? Bleib stehen, ich will dir wehtun. Jetzt
Also irgendwo da sollte eine Waffe sein. Nee, warte. Ach, Blödsinn, nein, das war das, wo wir den USB-Stick brauchen. Ja, ja, aber da müsste bei der Statue... Ja, ja, nein, nein, aber ich habe jetzt gerade die ganze Zeit gesucht, wo ist wenigstens die Waffe. Ich habe eh keine Munition dafür, aber eine Waffe. So. Ach so, dann ist das einfach nur die Damenfigur. Ah. Ganz oben, da haben wir jetzt... So. Da. Kopf, Pfeil und Bogen, Schlange. Schlange! Schlange. Video schauen. Ist okay. Ja, das war wieder. Das wird es wahrscheinlich sein. Mhm. Ah, okay, warte, jetzt kommen wir beim Brunnen weiter. Löwe, Einhorn und ich würde mal sagen, es ist ein Mann. Könnte eine Frau sein. Vom Gesicht soll es eine Frau sein, aber sehr. Der Löwe ist schön. Ja. Keine Hügel. Sehr ebene Landschaft. Und stehen die alle auf? Da wäre schön, wenn da noch was gewesen wäre. Irgendwas. Ich schau auf die Karte, dann wird es dir angezeigt. Na. I want to believe. So, du musst mich verarschen. Wo kommt der her? Ja, der war auch gut, ja. Okay. Wie viel hält das Ding aus? Jetzt ist er hier. 4 Schüsse? Ja, und theoretisch 2 Blendgranaten ins Maul, ne? Bist du deppert. Aber dann wird das gewesen sein, was wir gehört haben. Ja. Armer Leon. Okay. Ja, naja, jetzt müssen wir runter. Oh. Wobei, warte mal kurz. Wenn wir in die Bibliothek gehen, kommen wir runter. Ich frage mich nämlich gerade, welcher Weg wahrscheinlich sicherer wäre. Wenn ich jetzt über die Bibliothek gehe, glaube ich, könnte es sicherer sein. Armer. Das kann ich mir eigentlich zu ihm dazulegen. Ja. Da ist ja auch nichts. Da ist ja die Statue. Ah. Vielleicht kriegen wir da was. Hoffentlich verwandelt er sich jetzt dann nicht. Ja, da kommen wir jetzt in die Kanalisation, das ist der versteckte Weg. Also das ist das, wo der eine gezweiteilt worden ist. Da kommt man nicht rein, wenn man den Schlüssel nicht haben. Den kriegt man normalerweise, wenn es der Kreuzschlüssel ist, hat man den früher unten bekommen. Ich überlege jetzt nur gerade, Besprechungszimmer, dass ich mal reinkomme, das war da gar. Geh auf das Graue, das sagt uns. Ah, Blödsinn, warte mal, da kommen wir eh hin. Kommen wir da hin? Da kommen wir eh hin, aber es wird wahrscheinlich zu sein, weil ansonsten wäre es ja sinnlos, dass du den Schlüssel suchst. Weil du musst ja, du kommst in den Raum. Da ist ja so eine gestrichelte Linie. Als ob du nur in den vorderen Bereich reinkommst, oder? Das ist so ein Raster. Ja, das ist ein Hintergrund von dem. Aber trotzdem kann es sein, dass irgendeine Räumung, also eine Trennung drinnen ist. Pass auf, ist wurscht.
War das der? Ja. Ich schaue einmal kurz hin, was mich interessiert. An sich mein nächster Move, ich weiß nicht, ob ich wirklich gleich runter will. Ansonsten... Ah, das ist überhaupt lustig. Da ist Herz. Du mal auf X, vielleicht ist es dann auch eingespeichert. So. Na, aber das ist überhaupt geil. Da oben brauchst du ein Herz und unten brauchst du ein Kreuz. Mhm. Ja. Da kann man nichts machen. Den Tresor haben wir schon geöffnet. Das ist Foto. Da brauchen wir die Kurbel. Genau, da ist noch ein Tresor. Ich glaube halt eben, dass wir dafür wieder ein eigenes Ding brauchen. Ja. Das kann man nicht vorstellen, dass da irgendwie was anderes ist. Da brauchen wir einen Wagenheber, da ist der PC und da ist das erste Hilfe. Jetzt kann ich mir aber trotzdem, also ich tippe mal darauf, wenn wir da raufgehen würden, wird dann auch immer der Licker da sein. Zwei Varianten, entweder ich speichere und gehe rauf zum Licker. Hört sich jetzt blöd an, weil ich halt eben so schwer verletzt bin, aber das wäre einfach nur, dass man den Tod entrinnen, oder beziehungsweise, dass man nicht alles nochmal machen müssen, weil ich glaube, viel besser kann ich mich in der kleinen Ding nicht schlagen gegen den Licker. Ich würde sagen, dass du mal speicherst und dir den neuen Gang anschaust, der jetzt frei ist, weil vielleicht liegt da gleich ums Eck eine erste Hilfe oder ein Kraut oder sonst was. Weißt du, was ich meine? Aber heute fährst du wieder jetzt. Also ist es deine Entscheidung. Speichern wir da drüber. Geht es nach unten? Das ist er. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner! Marvin! Zeit zu gehen. Ja. Marvin! Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen. Sofort! Nein, nein. Ich rette dich selbst. Kommen Sie, ich hab's... Geh! Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen. Wenn Sie mir nur... Es ist zu spät. Hab's versucht, Leon. Aber ich konnte es nicht stoppen. Das darf sich nicht ausbreiten. Jetzt liegt's an dir. Jetzt geh! Verstanden. Entweder jetzt hören wir Puff. Ich werde tun, was ich kann, Marvin. Das bin ich gerade eben urschön mit diesem Halbschatten-Effekt. Na, aber ich habe jetzt eigentlich, also ich habe nur drauf gewartet, entweder er schießt sich selber. Wenn wir wiederkommen, ist er Zombie. Was ich cool fände, was aber sicher nicht machen, aber es wäre mal wirklich eine Wendung. Wäre, wenn du zurückkommst, dass er immer noch am Leben ist. Und die vierte Variante ist das, du kommst zurück und er wird gerade gefressen von irgendwas. Mhm. Aber eigentlich habe ich jetzt darauf gewartet, dass er sich selbst erschießt. Genau, das ist einfach, weiß nicht, das gehört heutzutage schon dazu. Zu so einer Situation überhaupt, wenn er sagt, von wegen, er weiß selber und er hat eine Waffe. Da ist Schrotflintenmunition. Da gehört was rein. Okay, ja. Nein, eh so Ventil, irgend so Stückerle. Ja. Ein Haus. Da ist der Uhrturm. Das ist gleich. Nach dem Speicherraum kommt ein Speicherraum, das ist auch nett.
weiß nicht, noch extra raufrennen musst wahrscheinlich. Aber keine ausgestopften Tiere bis jetzt. Der ist schön gemacht, der Lift. Automatische Speicherung findet gerade statt. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ich meine, wenn da ein Licker kommt, ich weiß jetzt nicht, ob du den mit 3 Kopfschüssen niederstrecken kannst, ob sich das ausgeht. Aber mehr habe ich nicht. Handgranate. Ja, das ist eine Nebenwaffe. Ja, das ist dann das, was wir kennen eigentlich aus dem Remake vom ersten Teil. Du musst auch schnell weggehen, musst, weil dir ja sonst weh tut. Na, aber die Waffe wegen, wenn's, da hast du ja drauf schießen müssen. Okay, da müssen wir... Irgendein Schlüssel oder irgendwas. Ja, ist irgendeine Waffe drin oder sind das 2 Waffen? Das sieht für mich aus wie so Teile, Naja, ja, so nicht. Aber er hätte ihm irgendwie wahrscheinlich so Stars, nicht Wappen, Abzeichen, bis da reingehen müssen wahrscheinlich. Das Gefängnis. Heißt das, wir treffen dann auch bald Ada? 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 Who the fuck is Ada? Okay, also mal wieder rauf. Der Lichtentfall ist urschön gemacht. Turbine. Ich meine, wir können da nicht durch, aber es könnte sein, dass da einer... Ach du Heilige. Es schaut cool aus. Okay. Da ist ein Kraut. Müssen wir jetzt kriechen? Ich war kriechen. Mhm. Ah, okay. Na klar! Selbst wenn der noch halbwegs gut benannt gewesen war, hätte er das nicht überlebt. Scheiße. Ja, scheiße, genau. Was soll ich denn gegen den machen? Gut, das war gespeichert. Ja, aber wo haben wir gespeichert? Oh Gott. Na, wo soll ich denn hinrennen? Wo ist der? Der hinter mir? Ähm,
die Frage ist, was soll ich jetzt großartig machen? Mit meiner Munition kann ich nichts machen. Nein, ich würde sagen, ich muss rauf zum Licker. Zum Licker. Ja, geht nicht anders. Objekte mit so einem Symbol. Ja, aber ist wurscht, die sind... Ja, in der Ruhe stört eh keinen, aber ich war mir zuerst nicht sicher. Gott, Alter. Aber gut gemacht. Ja, schaut echt krank aus. Ich find's nur ein bisschen hart. Ich meine, nicht von wegen, dass die jetzt, hey, wieso denken die nicht mit, weißt du, und dass wir jetzt da in der Situation stecken, sondern einfach von dem, was wir bis jetzt gekriegt haben. Mhm. Das. Warte mal, du gehst nach oben in die Bibliothek, genau. Und am besten über den Aufenthaltsraum. Dann gleich. Achso, nein, unten. Es war jetzt gescheiter, wenn ich wieder über die Treppe gehe. Weil wenn ich über die Bibliothek gehe, müsste ich da wieder gehen und da ist geschissen. Weil wenn der Licker da ist, habe ich keine Möglichkeit mehr auszuweichen. Mhm. Ich möchte von der Seite gehen. Wenn. Okay. Ja, na dann gehen wir wieder von unten, von hinten. Jetzt sind wir durch den Raum schon, ich weiß nicht, wie oft durchgelaufen. Das ist das erste Mal, dass mir auffällt, dass Welcome Leon oben steht. Mhm. Naja. Warte mal ganz kurz. Da haben wir Da haben wir die Taste noch nicht, die wir brauchen. Ja, nein, ich möchte nur ganz kurz schauen, ob man da irgendwas. Ja, das sind die 200er, die können wir nicht öffnen. Da haben wir schon. Das haben wir schon. Und da haben wir die eine nicht öffnen können, wenn nicht zwei dabei war. Genau. Das war halt nur Schießpulver. Ah ja, man hat ihn noch hoffen können. Jedes Mal. Ist halt eben auch, da bin ich jetzt gespannt. Ich glaube genau bei mir. Ich will jetzt mal ganz kurz dahinter schauen, ob wir da irgendwas vergessen haben. Wir haben nichts vergessen. Das war. Da rum. Ja. Ah, okay. Da war auch nichts mehr. Ja, doch, da. Ja, aber das ist das Schloss. Willst du es einfach mal probieren? Ja, aber ich. A bis F. A bis F. K bis P. Nein, versuch einmal einfach Wörter, die es gibt. Cap zum Beispiel gibt es. C-A-P. Cap für Captain. Was haben wir da? Oh, cool. Jetzt bin ich stolz auf mich. Das macht alles wieder wett, was ich vorher falsch gemacht habe. Nee. Nass. So leicht kommst du mir nicht davon. Oh, okay. Es war nicht schlecht, Young Grasshopper, aber... Ach, Meister. Geh mal duschen. So ein bisschen Eis drauf, das wird schon wieder. Gut, ich möchte aber keine Munition an den Licker verschwenden. Nein, eben, das wäre schön, wenn man... Außerdem weiß ich ja nicht einmal, ob das gilt, was du auf den schon eingefeuert hast. Das ist auch super schön. Scheiße, da oben. Wind und Regen. Ganz langsam. Das ist das Langsamste. Und ich habe auch extra gewartet, weil du hast nämlich das letzte Mal bis ganz langsam kommt, dass du in der Tür warst, bis reingrennt. Und man dachte, das ist typisch. Gruselfilm. Ja. Ah, ich hab's geschafft. Und dann auf einmal, bumm. Heil dich. Na, ich nehme nur so mit. Das ist eine schöne Farbe. Gut. Den USB-Stick haben wir nicht, sonst war nichts mehr herinnen. Leider nicht. Gibt's denn nicht zufällig, Junge?
etwas. Ich weiß nicht, ob ich es brauche. Tada! Nur für den Fall, dass ich ein Thumbnail brauche, ich weiß nicht. Ich glaube aber irgendwie, dass das, obwohl das in den älteren Resident, das hat sich gerade nach einem Zombie angehört, obwohl das quasi angelehnt ist an den älteren Resident Evil Teilen, kommt es mir irgendwie so vor, dass die Licker so ein bisschen die Doppelaufgabe übernehmen von den Vögeln. Hunter? Nein, von den, also, die Hunter, die werden wahrscheinlich noch kommen. Oh Gott. Von den Vögeln und von den Licker. Nein, im zweiten Teil. Weil bei den Vögeln hast du ja auch nicht mehr rennen dürfen. Ja, aber im zweiten Teil gab es keine Hunter. Im zweiten Teil gab es keine Hunter. Mm-mm. Nein, da gab es Hunde, Vögel. Ja, wieso? Licker. Du kommst ja dann. Warte mal, außer bin ich mir sicher, alleine wenn du dann runterkommst ins Labor, gibt es doch Hunter. Nein. Nicht? Mm-mm. Spinnen. Aber keine Hunter. Gut, jetzt müssen wir sowieso runter. Im ersten und dritten Teil gibt's Hunter. Gut, wir haben jetzt nichts mehr vergessen. Ja, wir kommen sonst nicht mehr also, weiter. Ich meine, irgendwas vergessen, von wegen, dass wir irgendwo was noch machen können mit den Sachen, die wir haben. Mhm. Wir haben noch, das war's nicht, irgendwo, da haben wir noch ein Kombinationsschloss. Aber ob wir nochmal so ein Masel haben, musst du sagen, ob du das probieren möchtest. Da müssen wir durch die Bibliothek. Ich möchte auf jeden Fall mal speichern. Mhm. Da steht Cap. Das heißt, wir müssen jetzt noch einmal eigentlich die Räume abklappern, überall, wo so ein Billboard ist. Nein, müssen wir nicht. Wir vielleicht. Es gibt, naja, wo. Wenn man anhand der Buchstaben erkennen kann, welches Wort es sein könnte. Nein, aber. Ich meine, da wird jetzt nichts mehr sein. Aber, warte mal. Es hat doch den einen Raum gegeben. Nicht diesen, sondern diesen Presseraum. Vielleicht steht da irgendwo was. Aber auf das. Ach Gott. Also, falls jemand schon in die Kommentare geschrieben hat, danke, gell. Sorry, wir nehmen auf, bevor wir da irgendwas lesen, weil wir haben gerade mal den ersten Teil haben wir veröffentlicht. Ja, und ich brauche an und für sich keine Spoiler. Das kann man ja nicht tun, Nagel. Mhm. Okay. Ja. Aber da können auf jeden Fall noch welche am Leben sein, gell? Da. Ach so. Also da würde ich aufpassen. Ja, ich bin falsch abgebogen. Achso, das sind wir da. Ich bin ein bisschen falsch abgebogen. Ist ja kein Problem. So, jetzt kommen wir wieder in die Eingangshalle. Ja, wir sollten mehr aufs Environment schauen heute. Okay, auf jeden Fall mal speichern. Das war schon okay. Und so sind wir doch ein bisschen besser gerüstet für den, wie heißt der Gach-Professor? William Birkin, okay. warte mal, wo war das Gach? Seine Frau ist die Annette. Da ist es, Presseraum, da können wir hin. Und die gemeinsame Tochter fällt mir gerade an, wenn ich da an die mal... Das ist nicht die auch Sherry, Rebecca. Die Sherry.
Na, das kannst du nicht lesen. Was denn? Den gibt's noch? Der lebt noch. Okay, da wollen wir eigentlich eh nicht rein. Sag, lebt der alte Holzbäderwindel noch. Warte mal, vielleicht steht auf der Toilette was. Das ist die Tür. Wir haben's nur noch nicht gesehen. Gut mitgedacht, Leute hinterlassen gerne Nachrichten auf dem Klo. Ja, eh. Deswegen. Aber da war nicht mal schmutziger Limerick oder irgendwas. So, Licht haben wir aufgedreht. Aber selbst wenn. Wenn da jetzt ein Licker irgendwo hocken, das wäre. Das wäre fies. Ja. Ich habe mir nur gedacht, wieso haben wir besseres. Mhm. Besseres Licht. Na, da ist nichts. Absolut gar nichts. Da kommst du ja auch nicht rein. Kommt man da überhaupt irgendwann nochmal rein? Ja, von ja, oben. Okay. Gut auf. Mit der Kurbel irgendwie so, keine Ahnung. Ja. Na gut, wo könnten noch was sein? Toilette, das haben wir jetzt alles angeschaut. Da gehe ich nicht nochmal rein. Feuerleiter rauf und oben weiter schon. Ja, außer Büro. Da waren wir drin. Besprechungszimmer, ja, Schließfach. Ja, nein, es wurscht schon mal rauf. Ich muss nur aufpassen, dass der Depp nicht getriggert wird. Haben wir noch was zum... Ja. Sicher. Wobei, es war das Letzte. Also. Ja. Und ich vergesse immer, das zurückzudrücken. Gell. Eins muss man ihnen lachen. Sie haben... Lassen. Sie haben Durchhaltevermögen. Die haben nichts anderes zum Tun. Gut. Genau. Das Hellkraut haben wir ja schon. Da vorne ist dann der Kunstraum und schön. So, endlich. Wirch. Das war auch das, bei ihrem Probespiel, wo sie probiert hat, hat sie es geschafft, einen Zombie mit zwei Schüssen niederzustrecken. Der erste war halt eben so, ich weiß nicht mehr, wo der Hingang ist, aber das zweite war ein Kopfschuss und der ist gleich zerplatzt. Das heißt, es gibt einen Glücksfaktor in dem Spiel. Aber jo, wie war es wann? So weit ist. Gut, da wird wahrscheinlich auch kein Clou mehr sein. Wäre auch komisch, weil... Da war sein eigenes Rätsel da drinnen ist. Na, außerdem, das ist ein Aufbewahrungsraum. Warum ja, sollte da irgendjemand was hingeschrieben haben? So. Dann schauen wir uns da mal kurz um. Den haben wir ja auch noch nicht offen. Nein, den haben wir nicht offen, aber vielleicht liegt da irgendwo noch was rum. Spaß halber, das war... shit. Das war 9, Link, 15... Wieso? So. Und 7. Ich kann mir es nicht vorstellen, aber... Ja, okay. Weil es ist ja auch gestanden im ersten Stock und nicht im zweiten Stock. Und dass die gleiche Kombination zweimal verwendet wird. Man kann ja Glück haben. Gut, im Ding ist da ist auch nichts. Das, den habe ich schon vorher gesehen, da ist er nämlich drauf. Oh. Der Marvin Branagh. Branagh. Officer of the Month. Oder Branagh, je nachdem. Oder Branagh. Wenn man still ausspricht. Gut. Ja, dann sagen wir halt dem William Hallo.
jetzt da reingehen, kommen wir zur Bibliothek. Da könnten wir raufgreifen und mal raufkommen. Bibliothek, Lagerraum, kommen wir da vorbei. Probieren wir es noch einmal. Probieren wir es. Ja, sorry halt eben, dass wir das jetzt machen, aber ich will einfach so gut wie möglich in den Kampf steigen oder das Beste aus unserer derzeitigen Situation will ich einfach rausholen. Ja, und besonders, du weißt ja nicht, was du dort kriegen könntest, wenn es klappt. Moment. Wenn so eine kleine Magnum wäre, ganz nett. Den kann man. Ich möchte noch schauen, ob wir da vielleicht noch irgendwas übersehen hätten. Ich glaube es zwar nicht. Nee, da ist die Magnum-Munition, die Pistolen-Munition gewesen. Gut, sind wir da. Weh, da ist schon wieder ein Licker. Auch kein Zettel, kein gar nichts. Weil teilweise würde es für Resident Evil sprechen, wenn gleich daneben irgendwo das geschrieben steht. Aber ich glaube, das Glück haben wir hier nicht. Da ist ja auch nichts mehr. Nein, probieren wir es einfach mal. Ja, okay. Gut, was haben wir da? Da ist wieder A bis F. A bis F. Und wieder... Wir probieren es noch einmal. Okay. Versuche einmal CEO. Okay. Ich gehe nur gerade durch. Nein, nein, Kombinationen. Ja, du noch. Und da kannst du mal versuchen, ob F-E... Nein, Blödsinn. F-E-D hätte ich gemeint, aber das geht ja gar nicht. Cam? Nein. Damn! Du kannst D-E-N probieren oder D-A-N. Gut, weißt du, was los? Nein, ich würde gerne noch was probieren. Nur kurz, so wie ich es normalerweise mache. Meine an sich bei so einer Dreifach-Kombination, es gibt schon genug Varianten, aber halt eben mit ein bisschen Spielerei und halt eben, wenn du genug Zeit mitbringst, hast das relativ schnell heraus. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kombinationen gar bei einer Dreifach-Ding sind, aber das sind die typischen alten Fahrradschlösser und da haben sich schon einige gespielt gehabt und haben das dann, je nach Glück, früher oder später, haben sie das rausgefunden. Nur ich will jetzt nicht bis zum Ende der Folge nur an dem Ding da rum. Nein, ist klar. Ich will es einfach nur kurz versuchen und dann lasse ich dich wieder. Das haben wir schon probiert. Damn haben wir auch schon probiert. Ja. Ja. Damn. Ups. Deo. Mit L kannst du es noch probieren. Habe ich schon probiert. D-A-L. Edo, die japanische Stadt. Nein, okay. Da geht nichts. Il. Geht auch nicht. Fio. Ah, das habe ich noch gar nicht probiert gehabt.
Und das Dom war aber okay. Was? Fett. Sorry. FDP. Federal irgendwas bar. Okay, nein. Dann muss das was sein, was mir jetzt einfach nicht in den Sinn kommt. Schade. Ich hab's versucht. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt den William Birkin, dass wir den mit Waffengewalt naja, besiegen sollen. Naja, man muss wahrscheinlich wissen, wo man hinrennt. Ne? Ja, deswegen ist es gut, wenn wir oben sind, dass wir uns gut umschauen. Aber da, das hätte man gemerkt, wenn da noch irgendwo was stehen würde, weil dann hätten wir es nämlich da drinnen probiert. Mhm. Ist da eigentlich... Na, da ist nichts, gell? Nein, kurbelmäßig oder irgendwie sowas, weil es da auch so eine Öffnung ist. So, ja, der eine Typ kommt. Ich schaue noch ganz kurz in den Speicherraum rein, für den Fall der Fälle, dass da vielleicht irgendwo was gestanden ist, zum Beispiel beim Darkroom. Da steht ja auch nichts. RPD ja, geht nicht. Ja, das geht nicht. Police Department. Und da könnte man... Wobei, warte mal, da haben wir doch das Licht. Sorry, dass wir wegen dem Einlocker jetzt so herumscheißen, aber... Ich mag sowas, ehrlich gesagt. Wenn wir nicht aufnehmen würden, hätte ich noch viel mehr Zeit damit verbracht. Gut, dann gehen wir jetzt rüber. Ich hoffe, dass sie die Ada gut gemacht haben. Die habe ich total gern gehabt. Entschuldigung. Man muss alles ausprobieren. Ja, ich weiß, sowas macht man normalerweise off-camera, aber... Oder man googelt es, aber das will ich nicht. Nein. So, gut. Speicher ab, genau. Dann müssen wir das Ganze nicht nochmal machen. Also bewertungstechnisch wird das eine Katastrophe, falls man es durchspielt. Beim ersten Spiel immer. Danach versucht man dann, eine gute Bewertung zu kriegen. Beim ersten Mal geht es einfach nur darum, dass man mal weiß, was passiert. Wobei, eigentlich hätte man unten abspeichern sollen, nicht herum. Das kann man ja nachher letztendlich machen. Entschuldigung, ich überspringe das gar, wir haben es eh schon gesehen. No disrespect gegenüber unserem tapferen Polizisten. So. Das. Ja, scheiß drauf. Kann man nochmal speichern? Ja, passt schon. Ja. Einfach, dass wir es haben. Ja, nein, weil eben wir verschlechtern ja unseren Zustand, weil jetzt haben wir 11-mal gespeichert, nicht 10-mal. Aber ich will auch gar nichts in die Ding reingehen. Wir haben noch 4-5 Plätze immer noch frei. Wenn wir was finden, können wir kombinieren. Passt schon. Und Nick Natterton war ja das mit kombinieren. Ich habe Nick Natterton nie angeschaut. Ich habe, ne, sicher, ja. Nein. Ich habe ihn angeschaut. Ich hab ihn nicht du hast ihn, ich habe verstanden, den habe ich mir immer angeschaut. Meine Mutter hat ihn total gerne gehabt. Aber nein, ich habe ihn gerne angeschaut. Ich fand die Zeichenart nicht schön. So, pass auf, da unten haben wir irgendwas gefunden, glaube ich. Da. Genau, eine Handgranate haben wir. Okay. Einfach nur, dann haben wir die jetzt da. So, die Frage stellt sich nur, wo muss man hinrennen? Deswegen hätte ich ja gemeint, wenn wir dann drinnen sind. Nein! Nein! Oh, cool. Dann dürfte das der Hang mit seinen Achseln sein. Die Spezialeinheit. Hank. Ah, Hank, Entschuldigung. Hank. Oder Hank. Aber auf jeden Fall mit K am Schluss. Gut, also wir fliegen da runter. Genau. Da drüben
würde es raufgehen, ist aber eine Klammer drauf, da hinten. Schau mal nach oben. Da gibt es Teile, die man runtersenken oder verschieben kann. Da ist so ein komisches... Genau, da müsste man irgendwie hinkommen können. Da ist Munition und da war ja auch vorher... War da nicht auch ein grünes Kraut irgendwo? Ja, da drüben. Ja, da. Genau. Da irgendwo da hinten. Das heißt, das ist mal ein guter Ort, um hinzukommen. Ja, aber das... Mein, da sehen wir nichts, weil wir haben auch keine... Keine Karte. Keine Karte, kein gar nichts. Ja, schau dich noch ein bisschen um. Naja, schau dich noch ein bisschen um. Leichter gesagt, das geht da. Ich meine, ich kann vorgehen, weil solange ich das Ding nicht rüberschiebe, ja, ist nichts. Da fliegen wir runter. Aber ich tippe mal drauf, wir müssen in die Richtung. Da geht die Treppe nach oben. Ja, aber die geht da rüber. Das von da geht der Steg da rüber. Okay, das heißt, wir müssen irgendwo was finden. Gibt es da einen Knopf oder irgendetwas? Nein, da sehe ich jetzt nichts. Ich kann mir nur vorstellen, dass da hinten irgendwas... Ja, ist wurscht, wir müssen es versuchen. Schau mal einfach mal. Ich werde einfach schauen, dass ich in die Richtung mal rein. Was zur... Wenn man einen richtig schlechten Arbeitstag hat. Ja, das ist eher, wenn man nicht freikriegt hat. Ja. Und der Urlaub gestrichen worden ist. Ah, Umbrella! Aber alleine da, der wäre hin. Ja. Der wäre sowas von hin. So. Scheiße. Dieser Ding lässt sich nicht reden. So. Was haben wir denn da? Warte mal, das ist schon. Also blöd, dieses Kartü. Nö. Komm her. Scheiße. Es tut weh. Ich kann ihn nicht. Ich komme an ihn nicht vorbei. Da aber jetzt. So, das war das. Werden wir mal in die andere Richtung. Da. Da ist nichts. Nicht so schnell. Lauf. Das Auge. Schieß aufs Auge. I try, okay? Renn. Diese Backseat-Gamer. Entschuldigung! Soll ich nichts sagen? Wieder Open Space. Keine andere Wahl. Ich muss ihn ausschalten. Ja, ist das. Hätte aber eigentlich nicht überleben können. Ich glaube, bei dem kann man immer mehr viel überleben. Leon, meine ich. Achso. Hätte das nicht überleben können. Eigentlich. Ich versuche dich zu erlösen von deinem Leiden, aber ich weiß nicht, wo du bist. Da ist er. Mach die Sorge auf, Alter! Bitte, wie oft muss man drauf schießen, dass der... Jetzt, da macht die Sorge auf! Jetzt hat er nach seiner Tochter gerade gerufen.
Nee! Verdammt! Wo ist der? Ich will es noch nicht einsetzen, aber ich kombiniere mal. Ich würde es einsetzen, ehrlich. Nein, ich glaube, ich halt noch einen aus. Okay. Wenn er mich... Ich glaube, jetzt geht er weg. Nein, hört sich nicht daran. Ich glaube, der hängt gerade genau gegenüber von mir und weiß jetzt nicht, also, oder er ist festgepackt, nur ich weiß ganz genau, sobald ich zu ihm gehe. Ja. Ja, eine Granate hätte ich noch. Willst du mich verarschen? Ich glaube, ich muss ihn nämlich einmal anschießen. Damit das depperte Auge aufgeht. Ja. Das war ein richtig schöner Schuss ins Auge. Fuck, wo ist er? Warte mal, jetzt ist das Auge rot. Wer weiß, was das bedeutet. Normalerweise müsste sich jetzt irgendwo wieder runterhauen. Ja, oder er verwandelt sich und wird noch größer. Nein, er haut sich runter. Ich bin so froh, dass du jetzt wieder spielst. Gut gemacht. Doch, gut gemacht, danke. Alter. Jemand beobachtet mich. 14 Schuss. Haben wir irgendwas? Nee. Das macht wieder automatisch. Ich weiß, mir geht's nicht gut. Ich weiß sie, aber... Nein, es passt schon. Ah, okay. Gut, dann jetzt lass es mal einreden, dann kombinieren wir wieder. So, benutzen. Sehr gut. Und ich bin wirklich grün. Hinter den Ohren. Ja, besser ist gar nichts. Besser als ein Stein im Schuh. Starmschädel. Es wäre noch cool, wenn wir jetzt entweder noch... Ah, warte mal, wir kommen wieder zurück. Mhm. Wegen einem Speichern, ich schaue nämlich gerade auf die Uhr. Upsi. Ich hoffe mal, wir können jetzt wieder rauffahren. Weil das wäre jetzt blöd, wenn der... Nee, der Trottel hat's hingemacht. Das heißt, wir müssen ja trotzdem. Oder wie heißt der Kach? William, oder? William! Birkin! Na, Bill! Miss William, kurz vor Miss Bill. Ja, aber da kann man jetzt da die Brücke dafür machen, die. Sollte das ermöglichen, dass wir dann durchkommen. Ja, da kommen wir jetzt da drüben weiter. Ja. Okay, na, das ist. Das ist Blade. Ich meine, es geht schon zur Not, da mal einfach pausieren und wir müssen dann halt eben noch eine Folge spielen. Oh, das wäre ja die totale Überwindung. Einfach nur, was die essenstechnisch und so, müssen wir ja dann auch schon. Ich schaue jetzt noch, ob man irgendwie auf die Garten noch... Da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. Na bitte. Passt. Puh, Klick gehabt, die muss nicht pausieren.
Aber wir schauen uns um. Ja, ist, finde ich total geil, aber wir haben nicht einmal genug, wir finden nicht einmal genug Gegenstände, um das zu füllen. Wir verbrauchen nur sehr viele, das war meine Schuld. Nein, nicht nur, nicht nur, das ist ja auch bei mir das Gleiche gewesen. So, da hinten gibt es nur eine Leiter, okay. Das heißt, kann man irgendwas zum Reingeben? Eigentlich nicht. Ich würde alles bei mir behalten, was da ist. Ja. Jo, ist besser gegangen, als ich vermutet habe. Ich meine, ich hätte mir da gehofft und gedacht, entweder, dass wir mehr Munition kriegen oder mehr Ausrüstung kriegen oder dass wir entkommen können. Aber jetzt ein Arealkampf mit den Geschissenen. Und bei mir heißen viele Geschissene. Also für die Leute, die schon öfters meine Schauen wir mal Projekte geschaut haben, der allererste Geschissene war der G-Man bei Half-Life, deswegen das war perfekt getroffen. Der, er heißt im Original der G-Man, ich habe ihn Schießerner genannt. Also das hat passt, aber das ist eine andere Geschichte. Gut, ja, Teil 5 war ereignisreich. Wir haben heute einen Bosskampf gehabt. Uns geht es immer dreckiger mit der Munition. Das finde ich echt schlimm, dass auf normal das schon wirklich... An der Grenze ist es schon hart. An der Kotzgrenze ist. Ja, aber ich muss sagen, dass mir das Spiel wirklich gut gefällt. Ja. Wirklich, wirklich. Und eine Sache noch, die können wir noch ganz kurz erwähnen, weil das haben wir off-camera mal miteinander besprochen. Was mir nämlich aufgefallen ist, das war in Folge 2, glaube ich, wo wir endlich das Audioproblem gelöst haben für uns. Ich finde die Synchronstimmen super oder sehr gut auf jeden Fall. Nur ich persönlich finde, dass in Leon die Stimme passt nicht hundertprozentig zum optischen Charakter. Also zum Charakter halt eben. Die Claire passt auch nicht hundertprozentig für mein für dich, Gefühl, genau, ja. Aber sie passt besser als der Synchronsprecher vom Leon. Ja. Und ich persönlich finde, dass die Claire genau die richtige Stimme jetzt hat, weil die Claire ist eine junge Erwachsene, die ist gerade, die ist am College, die ist noch ganz, also ich glaube 18 oder 19 Jahre soll die sein, ja. Und sowohl im Original als auch in anderen Teilen hat sie eine Stimme, die etwas älter klingt. Mir gefällt, dass sie jetzt wirklich wie eine junge Frau klingt. Wobei man auch wiederum sagen muss, also gut, in Teil 6. Sie erinnert mich aber auch stark vom Ausschauen an die Ellie von Last of Us, muss ich auch dazu sagen. Okay. Na, also nur ganz kurz noch, wir haben von den Resident Evil Teile, wir haben Teil 5 nicht gespielt, wir haben Teil 6 nicht gespielt, wir haben Teil 7 noch nicht gespielt. Noch nicht, ja. Und wir haben die zwei Spiele, die auf dem 3DS als erster rausgekommen sind und dann später umkonvertiert worden sind. Das Revenant, oder wie das geheißen hat, Teil 1 und Teil 2. Revenant vielleicht? Ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das geheißen hat, oder Revelation oder irgendwie sowas, da hat es halt eben zwei Teile gegeben, die wollten wir uns, ich bild mir ein, ich wollte mir die irgendwann einmal nachkaufen, aber die haben wir auch nicht gespielt, und zumindest bei diesen Revelation-Teilen, glaube ich, spielt man als die Claire irgendwo, weil das eben einer vor kurzem in einen Kommentar reingeschrieben hat. Ja, deswegen können wir nicht sagen, wie die Claire dort gewesen ist, gesprochen hat oder so irgendwas. Was ich gespielt habe, aber nicht lange, weil es mir einfach nicht so getaugt hat, war das, wo du verschiedene Leute spielen konntest, wo du das war Outbreak. Hattest, genau. Das war aber überhaupt, das war das, auch nämlich das lustig, war weil ich finde, ja da ist ja eher, der Leon schaut aus wie halt eben der Brad Pitt, und bei Resident Evil Outbreak hat es einen Charakter gegeben, der hat ausgeschaut wie der Tom Cruise. Das war nämlich der Polizist. Da hat es den Polizisten gegeben, den U-Bahn-Fahrer oder Security und. Aber ist wurscht, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hoffen wir mal, dass es euch gefallen hat, uns zuzuschauen. Wir wünschen euch natürlich wieder einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben geil. Tschüss. Baba.